Moin Moin und willkommen zurück hier zu Hogwarts. Und wir befinden uns gerade vom Eberkopf. Vom Eberkopf, um hier einfach mal. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben beim Eberkopf erfahren, wo Lord Gok mit uns hin will und was wir noch vorhaben. So. Aber ich dachte mir, bevor wir das mit Lord Gok machen, lass uns doch erstmal ein paar Unterrichtssachen machen, damit wir ein paar mehr Zaubersprüche bekommen. Uns fehlen ja einige. Urd, Kurz, Helm, Unterrichtsstunde und Tierwesen. Aber schau mal, was wir alles hier noch haben. Das brauchen wir nicht, aber. Da brauchen wir. Guck mal, kriegen wir Belohnung, kriegen wir Alohomora 2 und 3. Gibt Gladwood Moon die Demis Geist zurück. Okay, wir haben noch nicht so viele Munde. Sobald ich alle Demis Geist schon. Ich kann die Munde von der Stadt nur nachts einsammeln. Ja, müssen wir gucken, ob wir die alles nochmal finden. Ja, findet jetzt Orientierungspunkt am Arthurs Schatzkarte. Die Konkurrenz bewegen. Trollpopel. Trollpopel haben wir doch schon mal gesammelt. Dann lass uns doch mal den Troll machen, oder? Das klingt doch gut. Trollpopel. Okay. Gut. Sammelt Trollpopel. Können wir natürlich nur sammeln, wenn wir auch einen Troll finden und gegen den kämpfen können. Sind alle Stufen so hoch? Ich dachte, ich könnte ja gegen irgendeinen eine Tür aufmachen. Das kann ich auch nicht. Schade. Nun gut, lass uns mal nach Hogwarts zurückgehen. Weltkarte. Die Weltkarte. Die Weltkarte. Können wir da nicht irgendwo... Sind das die, die wir alle schon gemacht haben, oder sind das die, die wir noch nicht gemacht haben? Weil irgendwie kommt es so vor, als ob wir die alle noch nicht gemacht haben. Lass uns doch mal. Lass uns doch mal hier. So, auf. Da wollen wir hin. Wollen wir hier hinreisen. Vielleicht können wir noch eine Merlin-Prüfung machen, kurz. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Was haben Sie jetzt vor? Oder haben wir die alle schon gemacht? Ich weiß das nicht mehr. Ist ein bisschen blöd, ne? Wenn man nicht genau so, aber ich meine, das sind. Sind das neue Prüfungen, die angezeigt werden? Ich dachte, ich müsste die mal alle finden, aber anscheinend kann ich die einfach so finden. Ich habe bloß nicht so viel Malpenkraut. Das muss ich natürlich wieder herstellen bzw. irgendwo finden. Und ich glaube, das ist jetzt fast das letzte Mal, dass ich das nutzen kann. Wenn ich nicht irre. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Was ist das? Confringo! Nicht so knifflig, Merlin. Das war wirklich knifflig. Das war ziemlich easy. Aber wir haben es geschafft. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Gut. Dann gucken wir, ob wir noch ein paar Merlin-Prüfungen machen können. Machen wir die ganzen jetzt hier einmal. Dann gehen wir auch zu dem hin, würde ich sagen. Würde ich sagen, weil dann haben wir die alle einmal hintereinander weg und sind damit auch vielleicht durch. Das ist doch super. Genau, also das wird eine Folge mit Merlins Prüfung. Ich mache es eigentlich nur, damit ich auch meine Ausrüstung ein bisschen mehr Sachen tragen kann, weil im Moment kann ich nur so wenig Sachen tragen. Und das nervt schon so ein bisschen. So. Geh mal dahin. Ich weiß nicht, wie viel schneller er jetzt geworden ist durch unseren. Wie nennt sich das? Bonus-Kram, den wir gekauft haben da, aber anscheinend schon. Oh, uns fehlt Malvenkraut, fällt mir gerade ein. Bei wem kann ich das kaufen, ist die Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keins mehr habe jetzt. Doch, eins haben wir wohl noch. Ich habe auch mehr gesammelt, ich weiß es nicht. Okay.
Okay. Ich habe mir sowas irgendwie schon gedacht gerade eben. Damit wäre das erledigt. Okay. Das war jetzt nicht so schwierig wieder. Okay. So, es gab noch mehr Prüfungen hier in der Nähe. Lass uns diese Prüfung hier noch machen. Hä? Warum kann ich jetzt nicht, kann ich hier nicht fliegen? Oh, warte. Ja. Hä? Ich müsste doch fliegen können hier. Steht da nichts von, dass ich nicht kann. Ah, jetzt, okay. Ab und zu ist es ein bisschen hakelig, kommt mir so vor. Oder ich habe einfach nur falsch gedrückt, kann natürlich auch sein. So, ich weiß nicht, wie viel ich von diesem Malvenkraut noch habe. Kann sein, dass es jetzt das letzte ist. Oh, hier sind wieder die Dinger zum Schießen. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Contringo! War das nicht alle? Hä? Habe ich irgendwelche übersehen hier? Anscheinend. Aber welchen habe ich übersehen? Da unten noch irgendwo einer? Waren doch alle, oder? Rebellion. Anscheinend waren das doch nicht alle. Aber wo habe ich denn noch an? Warte mal. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Also hier fehlt noch irgendwo einer. Da unten? Oh. Komm, Trinko! Da wäre selbst okay. Merlin stolz. Gut. Da muss man das mal finden, ne? Sehr gut, sehr gut. Na, was ist das denn hier? Waren hier welche zum Saufen? Was sehe ich? Hier stehen immer Flaschen rum, seht ihr das? Nein. Na gut. So, der nächste hier. Okay. Das sind die Feuerdinger. Contringo! Ah, ich muss gleich wieder zurückgehen. Genau, also es ist eine bestimmte Reihenfolge dran. Hier ist einer. Revelio. Eins, zwei, drei. Drei Stück. Dann ist das der längste. Das ist der zweitlängste. Okay. Und der da hinten? Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Sehr gut.
Schließe Prüfung Merlins ab, haben wir gemacht. Jetzt gucken wir nochmal, ob noch einen hier. Vielleicht die nächste hier nochmal. Zack. Es sind ja so viele, deswegen können wir so viele machen. Da ist ein Händler, lass mal kurz hingehen zu ihm. Es freut mich, dass Arn. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Das stimmt. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Könnte ich mal Ihre Waren sehen? Was verkaufen Sie hier? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Gucken wir mal. Was hat er denn so da? Man kann einen Besen sogar kaufen hier. Warum kann ich einen Besen kaufen? Hier Malven-Dings hat er. Die kaufen wir. Definitiv. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Oh, die kosten so viel. Okay, warte mal. Wir können ein paar Sachen verkaufen hier. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Ich wollte doch mal das verkaufen. Ah, es war mir ein Vergnügen. Ja, komm, ich will noch mal reagieren. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ja, ich will das auf jeden Fall haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ist das hier unten alles? Achso, das sind die Kinsen. Okay. Brauchen wir nicht. Gut, perfekt. Ja, jetzt fliegen wir gleich zum nächsten. Es freut mich, dass Arn seine Sachen wieder hat. Ich muss mal hochgehen, ich fertig machen kurz. Okay. Herausforderung angenommen. Das war vorher noch nicht da, oder? Kann nicht die Herausforderung sein. Oh, ich kann mir die ganzen Eier mal einsammeln hier. Die sind schon nicht schlecht. Was soll ich hier machen? Contrinko! Lidioso! Lidioso! Diesen Stein hier zu tun? Ach hier. Da hat letztens auch was. Was ist denn das? Oh, da weiß ich gerade wirklich nicht, was wir da machen sollen. Diesen Schmetterling hier.
Warte mal. Was haben die Schmetterlinge zu bedeuten? Revelio. Ach, warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht klappt das, ja? Müssen wir dich vielleicht auch mit diesem Stab dahin locken? Lumos. Ja, guck mal. Müssen die wahrscheinlich hier rein, ne? Ja, guck mal. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Gut. Protego. Lumos. Gut. Okay, das ist machbar. Los, oh, Alter. Der letzte da hinten, ne? Das müsste das denn gewesen sein, oder? Ich glaube. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Oh, da kommt die Hogwarts-Bahn. Damit wäre das erledigt. Super. Gar nicht so schwer. Und gar nicht so leicht. So, gab es hier noch mehr von denen? Und los geht's. Die Richtung war's. Die haben sich schon echt Mühe gegeben hier, muss man sagen. Das sieht echt alles gut aus. Macht auch echt Laune zu erkunden, also. So gehört eine Open World, wenn ich jetzt mal ein bisschen aus der Kunde kann. Klar sind jetzt nicht die mega Aufträge, aber trotzdem, das ist irgendwie besser als dieses ganze Assassin's Creed-Scheiß und so. Dass man das Gleiche ist. Hey. Revelio. So, gucken, was wir hier für ein Rätsel haben. Okay, wir brauchen eine Kugel. Wo ist sie? Da oben. Da runter, oder? Ach so, müssen wir mal hier. So. Na komm her. Machen wir denn so? Incendio. Nein, wir so. Ah, es geht gar nicht, muss ich doch schubsen. Entschuldigung, ich hätte gedacht, ich hätte es auch so schaffen können, aber das kann ich anscheinend gar nicht. Da wäre selbst Merlin stolz. Super. Ja, wie lustig. Gut, haben wir auch erledigt. Was wollt uns denn? Was fehlt uns denn noch jetzt hier? Was fehlt uns denn noch? So. Noch irgendwo ein Merlins Aufgabe. Da. Hier habe ich die nicht ausgewählt gerade eben, anscheinend nicht. Wer mich jagt, den steche ich ab wie einen Nockschwanz. Okay, dann jage ich dich mal nicht. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin.
Okay. Hab wieder die Dinger hier. Okay, wo muss ich die hinbringen? Lumos. Rebellion. Da unten. Lumos. Oh. Okay, einer. Es muss ja noch mehrere geben, ja? Hier sehe ich keine. Da, die haben wir hingebracht. Oder gibt es hier verschiedene Sachen, die man machen muss? Vielleicht nicht nur Schmetterlinge, sondern auch nochmal was anderes. Kann ja auch sein. Kurz hochfliegen, mal von hier oben gucken. Sehe aber nichts leider. Warte mal. Den haben wir gerade gemacht. Da unten ist noch so ein. Ah, das ist noch so ein Ding. Okay, warte mal. Ah, guck mal, das sind auch welche. Pass auf. Oh nein. Das ist ein bisschen tief, aber da unten sehe ich die. Protego! Nein. Ich sage dir. Lumos. Hogwarts hat Glück, dass es schwimmt. Rebellion. Da oben sind die, okay. Lumos. Komm mit. Waren doch mal meine Fallen. In Lower Hogsfield oder in Upper Hogsfield? In Zentrum. Incendio, Lumos, Contrinto! Du bist die Plage, die Treadwell befreit. Lumos! Hier rein! So, und da war noch welche da oben, ne? Muss ja noch irgendwas sein. Oh, lass mich mal raus, oder, kleine Maus. Das müssen wir die auch befreien können, da? Da kannst du rauskommen. Ich muss da hoch einmal. Lumos. Rebellion. Da. Ja. Lumos. Gut, das müssten die drei gewesen sein, oder? Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Okay. Sind wir mehr Prüfungen jetzt hier, ne? Jetzt wollen wir kurz gucken. Ich müsste doch eigentlich. Ausrüstung. Nee, was war denn das? Aufträge? Herausforderung? Talent brauche ich gleich, aber ich wollte einmal sehen, wo habe ich das denn jetzt gefunden mit den...
Konnte ich nicht mehr Sachen jetzt schleppen irgendwie, weil ich Merlins Aufgaben gemacht habe? Oder bin ich verkehrt? Gerade als ich verkehrt bin gerade. Na gut. Hier in der Tafel. Ja. Irgendwas können wir auf jeden Fall mehr machen jetzt, dadurch, dass wir das gemacht haben. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was es ist. Ich kann nicht mehr rausfinden, wo das ist. Doch, hier war das. Genau, löse 6 Prüfungen. Inventar, Erweiterungsbelohnung, mehr Platz für Ausrüstung. Das ist doch gut. Nur 10 machen, machen wir jetzt aber nicht. So, jetzt gucken wir nochmal kurz auf unsere Karte. Beziehungsweise eher auf unsere... Wir brauchen ein Talent, verbrauchen wir erstmal noch. Zaubersprüche, was ist das? Impulsor löst eine zusätzliche starke Aktion in der unmittelbaren Kung Fringo, Treffer erschaffen kleine feurige Geschosse, die gegnerische Ziele anvisieren. Finde ich auch nicht schlecht. Hier noch was Gutes. Sind erklärt von Zaubersprüchen. Das ist auch nicht verkehrt. Wenn du einen Zauber in einem Effekt hast, okay. Dunkle Künstler sind da. Okay. Ich glaube, ich nehme das hier. Confringo. Ja, der Confringo ist gut. So. Perfekt. So, neue Metallplätze freigeschaltet. Perfekt. Aber jetzt gucken wir nochmal, dass wir unsere Aufträge. Also, wir könnten das machen oder den Unterricht suchen, aber ich habe hier noch irgendwas gesehen. Lasse Ballons über den Bahnhof von Hogsmeade platzen. 5. Bringen wir uns rund um Quidditch-Feld zum Platzen. Das können wir jetzt nochmal schnell machen. Das ist auch nicht so schwierig. Denn wir sind jetzt direkt beim Bahnhof. So. Dann machen wir das einmal. Dann kommen die. Kann ich einfach reinfliegen oder was mache ich damit? Man muss die abschießen. Na, guck mal. Okay, das ist nicht direkt beim Bahnhof, das sind andere. Okay, dann sind das die falschen, müssen wir da zum Bahnhof erstmal. War der Bahnhof nicht hier? Nö. Da hinten ist der Bahnhof. Ach ja, stimmt. Muss doch mehr gehen, oder? Da sind die Bahnhöfe. Okay. Also die Balance im Bahnhof auf jeden Fall. Hier ist eins. Aber hier sind ja nur 3. Ich glaube, ich finde noch mehr. Also mehr. War da oben noch einer? Hä? Ich finde hier keinen Ballon mehr. Ich habe 4 getroffen, aber es müssten 5 sein. Wo ist der 5? Where's number 5? Oben noch irgendwo eine? Nö. Nee. Hä, hey, wo ist denn der 5. hier hin? Wo kann denn der 5. versteckt sein? Das ist ein bisschen merkwürdig. Beeindruckend. Ja, bitte. Da bin ich. Beeindruckender Typ. Hä, hey, ich bin echt blöd. Da war doch irgendwo eine. Guck mal, die kleine süße Lampe, die ich vorne dran hängen habe. Ist langsam dunkel jetzt wahrscheinlich. Nein, ich schwöre, ich werde ihn zeigen.
Hey, sehe ich den nicht? Revelio. Ich sehe den nicht. Warum sehe ich den nicht? Da. Oh Gott, er steckt zwischen den Bäumen. So, und ab zum Quidditch-Feld. Ich gehe auch nochmal hin. Da haben wir auch schon wieder einiges geschafft, ne? Mein Gott, wie lange das doch ist. Ich finde es so schade, dass es kein Quidditch-Spiel hier gibt. Das macht mich wirklich traurig. Ich hätte gern Quidditch gespielt. Ich bin ein Quidditch-Fan. Wahrscheinlich wäre ich zu schlecht gewesen, aber egal. Na, guck mal, ich habe einen Versteckten gesehen. Und da hinten auch noch mal einen. So, war noch einer hier oben. Oh. Einer da hinten. Einer da unten versteckt irgendwo. Da. Und einer schwebt nur noch hier oben mir. Ups. Da. Großartig. So. Gut, und dann gucken wir noch mal kurz rein in unsere Aufgabenliste. Die haben wir erledigt. Kehre jetzt immer nach Hogwarts zurück. Können wir machen. Könnten aber auch die Findo bekommen. Oder das, dieses Ding hier von Professor Garlic. Beschauen Test an der Venomosa Tentacula. Beschauen Test an Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Okay. Das hätten wir gerade eben wissen müssen. Dann hätte ich die direkt gekauft. Hinten beim Bahnhof. Wir fliegen aber zum Bahnhof. Obwohl, warum fliegen wir auch da ganz schnell hineiern können? Dann müssen wir mich da hin. Nö, wir haben das Ding nicht aktiviert. Ich glaube es nicht, so ein Scheiß. Mal rüberfliegen. Habe ich vergessen, die zu aktivieren da. Das ist natürlich dumm. Müssen wir jetzt mal schnell machen. Weil ich weiß, dass der Händler da so Alraunen hatte. Die könnten wir theoretisch kaufen. Weil das wäre praktisch für uns. Und auch für den anderen. Aber für uns am meisten. Los geht's. Das schnell Flieger-Ding hier auf jeden Fall aktivieren. Wo war das? Revelio. Das Quatsch, muss ja irgendwo hier sein. Okay, es ist da drüben. Jetzt gehen wir erst zum Händler. So, dann fliegen wir kurz rüber. Schnell aus rumzulaufen. Und ich meine, der hatte das. Deswegen können wir mit dem mal gut reden. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und wir brauchen diese auch. Da brauchen wir 600. Aber wir könnten was verkaufen. Da kriegen wir aber keine 600 mit zusammen. Ah, ist das ärgerlich. Trotzdem verkaufen wir diesen Gegenstand. Aber uns fehlt dann immer noch ein bisschen was. Gucken wir, ob wir hier irgendwas finden, was wir verkaufen können gleich. Das Ding müssen wir auch mal kurz finden. Muss ich kurz mal hinfliegen. Ich
Das ist wichtig. Verstehe ich, warum ich die gerade eben nicht gefunden habe. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Hallo, oh, du denkst, du kannst fliegen. 42. Nicht schlecht. Schließen wir den auf, dann kommen wir rein. Gut, wird ein bisschen schwieriger zwischendurch ab und zu. Revelio. Ah. Soll ich hier drin? Hier ist nichts. Doch, da ist eine kleine Truhe. Komm rum. Ah. Gerade eben. Hallo, Kürbismann. Aha. Guck mal, dann können wir die Sachen schon wieder verkaufen. Er hat auch einen Auftrag für uns, aber den Auftrag... Huch. Ich kann nicht dorthin zurück. Hallöchen. Kann ich Ihnen bei etwas behilflich sein, Mr. Adley. Edgar Adley. Und nein, ich glaube nicht. Milo und seine verrückten Pläne. Milo? Er war mein Freund. Hatte vor ein paar Tagen einen genialen Plan für ein paar schnelle Galeonen. Ich sollte ihm nur in den verbotenen Wald folgen. Hätte ich gewusst, dass er Gift von einer lebenden Akromantula besorgen wollte. Ach, armer Milo. So ein Ende hat er nicht verdient. Das tut mir leid. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Ach, danke. Ich kann gar nicht daran denken. Milos Leiche noch in der Höhle mit dem Flüchtigen. Der Flüchtige? Ah, Milos Name für die Akromantula. Er hatte ein Gespür für Dramatik. Als er starb, bat Milo mich, seine Taschenuhr mitzunehmen, ein Erbstück. Damit seine Tochter etwas hat, das sie an ihn erinnert. Aber ich bin geflohen. Oh, da kann ich hier rausholen. Wenn ich Zeit habe, kann ich nach dem Erbstück suchen, Mr. Adley. Sie können nicht zur Höhle der Akromantula gehen. Das wäre ihr Tod. Bitte, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Schauen wir mal. Aber vielleicht hast du trotzdem was wir verkaufen können. Sagen Sie mir nochmal, wobei Sie meine Hilfe brauchen? Mein Freund Milo und ich gingen zur Höhle einer Akromantula. Es ging schief. Ich hoffe, dass Sie... Scheiße, ich dachte, ich könnte auch schon was für ihn kaufen. Was kann ich gar nicht. Gut, wir müssen seine Aufgabe erst machen, bevor uns das verkauft. Aber das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich nur, dass ich jetzt aber genug Kohle habe, um noch das andere Ding zu kaufen. Das machen wir jetzt. Kurz zurückfliegen. Zur Höhle von Akromantula können wir ja noch gehen, aber müssen wir nicht jetzt machen. Es freut mich, dass... Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Vorsicht, bitte! Das behalten wir. Und jetzt gib mir das hier. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Okay. Es war mir ein Vergnügen. So, jetzt müssen wir natürlich auch Gegner finden noch. Aber ich muss einmal kurz gucken. Der Auftrag war doch... Eine Raune gegen mehrere Gegner. Gleichzeitig beschaffen und testen eine Windung. Okay. Also das erste kann ich doch, habe ich doch gerade beschafft. Kann ich einfach benutzen hier, ne? Muss ich ja nicht großartig irgendwas einstellen. Davon habe ich auch ganz viele gehabt. Hätte ich gar nicht kaufen müssen für mal rein. Testen wir einfach mal gucken. So, das war's schon. Jetzt müssen wir noch Gegner finden.
Achso. Gucken, ob wir ein paar Gegner finden hier in der Nähe. Oder woanders. Hauptsache, ich finde irgendwo ein paar Gegner. Oder es müssen ein paar sein. Also mindestens zwei, ne? Revelio. Leute, aber ja, nehmen wir auch mit. So, Kräuterkundeunterricht und Tagbesuch. Das machen wir auch gleich nochmal. Auf jeden Fall lernen wir das andere jetzt gerade mit dem Schweben, was ganz gut ist. Gucken wir hier in der Höhle ist nochmal. Das sollte ich untersuchen. Auf jeden Fall. Und die irgendwas hier haben sie doch versteckt. Oh, nicht identifizierter Gegenstand. Perfekt. So. Aber ich glaube, für heute machen wir Schluss. Das muss ja gereicht haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, bis dahin. Tschüss.